Yo, meine guten Freunde, willkommen zu einer Folge Rocket League. Ja, bevor ihr euch fragt, hä, was geht denn hier ab? Warum ohne Brille? Ganz einfach. Die Benautentzündung ist wieder da. Yay, yay, yay. Alle freuen sich. Kappa. Heute mal ein gediegenes Gameplay. Rocket League 1 gegen 1, Ranked. Ich dachte mir, ich hau mal ein Ranked raus und nicht immer nur die Casuals, weil in dem Casuals lieben die Leute immer nur. Und das ist derbe nervig und ich hoffe, die, naja, die geht nicht rein. Scheiße. Und ja, wie gesagt, bevor ihr euch wundert, wieder ohne, warum wieder ohne Facecam. Ich habe wieder eine Brille auf wegen der Benautentzündung und aus diesem Grund habe ich mir gesagt, gut, nimmst du mal wieder Rocket League auf. Ist ja kein Problem. Ist ja alles im grünen Bereich. Du bringst ja die gefragte Leistung. Ja, ja, träum nicht, Alter. Zack. Digga, leckt's mich am Arsch, Alter. Naja, gut, trotzdem drin. Aber trotzdem, der erste hat schon drin sein müssen. Ja, ich war heute Morgen beim Allgemeinmediziner, hat gesagt, ja gut, können wir leider nichts erkennen, da müssen wir mal in die Augen reingucken, oder eher gesagt, in die Augen drauf gucken. Und dann habe ich eine Überweisung zum Augenarzt bekommen. Was passiert? Der Augenarzt sagt, ja, nee, sorry, wir können Sie jetzt nicht behandeln, Sie müssen leider wieder nach Hause, kommen Sie morgen um 9 wieder. So, guter Morgen um 9. Morgen um 9 Uhr morgens, ohne Termin, schön beim Arzt sitzen, na, geil. So liebe ich das. Ohne Witz, so liebe ich das. Aber naja, nützt ja nichts, ne? Wir wollen ja, dass ich auch wieder, oder dass meine Augen auch wieder gesund werden. Ich habe ja keinen Bock irgendwie, da jetzt die ganze Zeit mit Brille rumzurennen oder irgendwie zu erblinden oder was weiß ich hier, worst case halt, ne? Aber naja, gut. Ja, wie gesagt, wir spielen hier 1 gegen 1 ranked. Ich wurde eingerankt, Prospect Elite Rang Liga 4, 5, irgendwie sowas. Bin gerade dabei, mich so ein bisschen hochzuspielen. Oh Gott, war das schlecht. Aber naja, gut, wir haben ja keinen Druck. Er liegt hinten, er hat noch 3 Minuten, weißt du, wir haben 3 Tore, er hat 0. Was macht der denn, Digga? Ohne Witz, warum? Ich will jetzt nichts sagen, aber ich habe 8 von 10 Ein-Rank-Matches gewonnen. Und bin Prospect Elite geworden, obwohl ich auch teilweise gegen Goldspieler gespielt habe. Und da frage ich mich einfach nur so, ja, gut, okay. Warum? Ich habe halt irgendwie die ersten 5 gewonnen, dann 1 verloren, dann 2 gewonnen, 1 verloren, 1 gewonnen und dann. Digga, du Spastiker, Alter. Hier, mein Boost. Du, Digga, du kommst nicht in mein Tor. Mein Boost. Was ist los bei dir? Jo, danke. Das ist so witzig, den zu verarschen. Ja, also Ranked spiele ich auch normalerweise immer nur mit meinem Teammate, das ist Björn. Also wir spielen immer 2 und 2 Ranked. Falls ihr Bock habt, mal ein paar Ranked-Matches zu sehen mit ihm, dann einfach gerne mal in die Kommentare hauen oder einfach Daumen, Like-Button da lassen. Läuft. Ich weiß direkt, was gemeint ist. Dann können wir nämlich live mal mitverfolgen, wie die Matches im Ranked bei uns verlaufen. Dann werde ich aber auch weniger auf euch eingehen, sondern mehr. Dicke Fuck, die Kante! Und mehr auf das Spiel an sich. Na, guter Schuss, Alter. Ich hab richtig verkackt, bin gegen die Kante gefahren, ey. Ja, skippen kann er auch nicht. Guck mal, jetzt callt er sich erstmal ein auf sein eigenes Tor. Oh, geil. Ja, ich skipp jedes meiner Tore. Was about time I fucking saw it. Ja, für die Leute, die kein Englisch können, hat er gesagt, hier, das wurde auch langsam mal Zeit, dass ich ein Tor schieße. Muss ich sagen, sich genauso. Aber trotzdem wirst du leider keine 5 Tore mehr machen. Vielleicht auch doch.
Digga, der Boy macht erstmal ein Eigentor. Läuft bei mir. Aber ist ja egal. Wir haben auch noch 4,5 Minuten. Das ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Wenn ich ein bisschen abfacke, guck mal hier, der Ball, zack. Digga, spring mal in irgendeine andere Richtung. Zack. Digga hat mir erst gerade den Boost geklaut. Ich wollte statt dem Ball erstmal den Boost nehmen. Weil meistens bleibt der Ball irgendwie so ein bisschen an der Wand. Ja, ohne Boost kriege ich den natürlich nicht rein. Weil ich nicht schneller sein kann als der Ball. Jo, läuft bei ihm. Digga, der trifft echt keinen Ball, ne? Und jetzt, der kriegt's nicht hin. Der kriegt's einfach nicht gebacken. Aber 7-2. Ist auch eine gescheite. Auf Silber ist das eigentlich ein gescheiter Stand. Weil, wie gesagt, auf Silber sind die Leute echt nicht so prickelnd. Und 1 gegen 1 ist halt so, dass hier der kleinste Fehler schon ausschlaggebend sein kann für Win oder Lose, ne? Beziehungsweise ein Fehler jetzt nicht, ne? Aber so, wenn du den Ball halt einmal verfehlst, dann ist halt keiner irgendwie hinten, der den Ball für dich abfangen kann, sondern du bist selbst dafür verantwortlich. Das heißt, wenn er einmal vorne ist und einen Konter macht, musst du auch selbst dafür sorgen, dass du wieder hinterherkommst, ne? Beziehungsweise man sollte dann auch so sicher spielen, dass man keine Konter kassiert. Also sollte man schon recht ballsicher sein. Aber naja, mein Teammate ist nicht so das Gelbe vom Ei. Deswegen könnt ihr euch jetzt mal schön 10 Tore reingönnen, ey. Ich habe auch schon 1600 Punkte. Hier, zack, der geht direkt rein. Warum auch immer, ich glaube, er hat keinen Bock mehr. Hätte ich auch nicht mehr bei dem Stand. Na, mal was für eine Parade raushauen. Hier, halten wir kurz an und zack, an ihm vorbei. Wow. Das springt so und zack. Boom. 10 Tore, komm, die 10 wollte ich noch voll machen von meiner Seite aus. Ach, kriegen wir die 2000 Punkte voll? Digga, das wäre so nice. Und die 2000 Punkte voll. 2080 Punkte in einem Rocket League Match, Alter. Der Typ hat keinen Bock mehr. Läuft. Und noch eins. Lernt er gerade fliegen oder was ist los mit dem, ey? So, was sollte man eigentlich irgendwann auch mal können? Aber gut, Silber kann man jetzt auch nicht zu viel erwarten, ne? Kein Bock mehr. So. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mal Duo Q Ranked mit Björn sehen wollt, könnt ihr gerne mal den Like-Button vergewaltigen. Und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal, hoffentlich wieder gesund. Ich habe gerade die Bewegung gemacht. Zur Kamera. GG. Bye.